Du bist doch kein Bad Boy. Ach so, ich bin ja dann der Bad Boy. Hä? Ja, du bist die mit den Rehaugen. Ich hab doch keine Rehaugen, die sind grün. Und ich bin der Bad Boy. Du hast auch keine Rehaugen. Du bist auch kein Bad Boy. Was bin ich dann, hä? Ja, das frage ich mir auch manchmal. Ich hab dein Video gestört, ich bin total bad. Was wolltest du denn jetzt? Bad Boys, Bad Boys. What you gonna do when it comes from you, Bad Boys. Hallo, schön, dass du wieder mit dabei bist zu einem neuen Video von mir, diesmal zum Unpopular Opinions Tag. Dazu wurde ich nämlich von Toni von Book Love Toni getaggt und es geht darum, eben Meinungen zu vertreten und mit dir zu teilen, die vielleicht nicht jeder so hat, also unpopular und so, ne? Ich würde einfach sagen, wir legen mal mit der ersten Frage los. Die erste Frage, ein beliebtes Buch, das du nicht mochtest. Das ist bei mir sehr, sehr einfach, denn bei mir ist es Shades of Grey. Mir hat es überhaupt nicht gefallen. Ich mochte weder die Handlung, noch mochte ich die Charaktere, noch konnte ich irgendetwas von dem, was Anastasia getan hat, nachvollziehen. Ich habe es nicht gerne gelesen. Vielleicht ist es auch einfach nicht mein Genre. Ich mochte es einfach von vorne bis hinten nicht. Und deswegen fällt mir die Antwort auf diese erste Frage wirklich nicht schwer. Die zweite Frage ist, ein verhasstes Buch, was du mochtest. Und ich habe dann überlegt, was für ein Buch so richtig verhasst war, was ich mochte. Das fand ich ganz schön schwer, weil verhasst, finde ich, ist das ja falsche Wort dafür. Aber ich weiß, dass einige Leute, auf deren Meinung ich bei Büchern sonst sehr, sehr zähle, Silber von Kerstin Gier nicht mochten, die Trilogie. Und ich habe es tatsächlich gerne gelesen. Ich habe wieder gelacht und alles. Ich fand es gut. Ich finde es zwar im Gegensatz zu Rubinrot auch schwächer, das sehe ich schon ein, aber ich habe Silber trotzdem gerne gelesen und deswegen würde ich Silber an dieser Stelle nennen, weil mir nichts anderes einfällt dazu. Frage Nummer 3. Eine Liebesdreiecksbeziehung, die deiner Meinung nach falsch ausgegangen ist. Und ich muss jetzt mal sagen, dass als ich das Buch gelesen habe, es anders war, als ich dann den Film geguckt habe. Ich spreche von Twilight. Falls du noch nichts darüber weißt, dann hör jetzt weg. Als ich die Bücher gelesen habe, war ich absolut Team Edward. Ich fand es alles furchtbar, dass sich Jacob da eingemischt hat und fand es blöd und dachte mir, ey, geh einfach weg. Bella hat schon ihren Edward. Aber dann habe ich die Filme geguckt und ich kann Edward seitdem irgendwie einfach nicht mehr so richtig leiden, was, glaube ich, für mich persönlich an Robert Pattinson liegt. Zumindest in diesen Filmen kann ich den überhaupt nicht leiden. Und war die ganze Zeit so, bitte nimm doch Jacob. Was stimmt nicht mit dir, Bella? Guck dir, was Jacob dir alles bieten würde. Stattdessen nimmst du Edward, der dich einfach monatelang da sitzen lässt und du weinst dir die Seele aus dem Leib und keine Ahnung was. Team Jacob seit den Filmen und deswegen finde ich auch, dass diese Liebesdreiecksbeziehung falsch ausgegangen ist und sie sich lieber für Jacob hätte entscheiden sollen. Ich habe gerade gemerkt, dass ich das nicht so krass begründet habe. Es ist einfach ein Gefühl hier ganz tief drin. Frage Nummer 4. Ein beliebtes Genre, zu dem du nicht so oft greifst. Das sind bei mir die, ich nenne sie einfach mal Bumsbücher. Und das soll jetzt nicht verächtlich klingen oder wertend oder sonst was. Ich nenne sie einfach Bumsbücher, weil ich langsam nicht mehr durchblicke, welche Bezeichnung zu welcher Art von Büchern jetzt eigentlich passt. Also ich glaube, ich vergreife mich da immer in den Genre-Namen. Deswegen lasse ich es jetzt einfach bleiben. Bumsbücher und warum ich sie nicht mag, führen mich zu einer Frage, die ich jetzt einfach mal vorgreife. Ich glaube, es ist erst die 8. Frage, aber ist auch wurscht. Es gibt noch eine Frage, die sagt, Es gibt noch eine Frage, die lautet, ich kann meine eigene Schrift nicht lesen. Ich habe es entziffert, ein bestimmtes Buchschema, was du nicht leiden kannst. Diese beiden Fragen hängen bei mir sehr, sehr eng zusammen. Deswegen muss ich sie auch irgendwie zusammen beantworten. Diese Bumsbücher, die so anfangen, dass ein total naives, ganz liebes und unschuldiges, zartes, aber wunderschönes Mädchen irgendwo aus ihrem normalen Umfeld gerissen wird, sei es, weil sie zur Highschool geht oder weil sie auf einmal obdachlos ist. Und dann kommt dieser Bad Boy. Und dieser Bad Boy, der rettet ihr das Leben. Dieser Bad Boy, der so unfassbar gut aussieht und diese dunkle Aura um sich rum hat, ja. Ah, der nur noch Augen für dieses zarte Wesen mit den Rehaugen hat und alles um ihn rum vergisst. Und er will für sie ein besserer Mensch werden. Und ey, sorry, geht's noch? Kann ich überhaupt nicht leiden. Da stellt sich bei mir alles hoch, nicht nur die Nackenhaare, alles. Ich sitze da und will dieses Buch am liebsten zerreißen. Da muss schon wirklich ordentlich krass eine Geschichte dahinter sein, dass mich irgendwas da umstimmen kann. Aber das ist ein Schema und ein Genre, was ich nicht leiden kann. Weil es mir viel zu unrealistisch ist, weil ich es nicht leiden kann, wenn die Figur, also die Hauptfigur, zu perfekt ist. Ja, also außer natürlich der Bad Boy, der aber eigentlich ganz tief drin und oh,
verstehst schon, was ich meine. Nee, möchte ich einfach nicht lesen. Macht mir keinen Spaß, ich find's toll für alle, die es toll finden. Hasi, jetzt hast du hier meinen Redefluss unterbrochen. Du. So, kommen wir jetzt zu der nächsten Frage. Ein beliebter Charakter, den du nicht leiden kannst. Da komme ich wieder zu der allerersten Frage zurück, denn es zieht sich wie ein roter Faden durch meinen Geschmack, würde ich einfach mal sagen. Kommen wir zu Shades of Grey zurück. Ich weiß, dass viele Leute Anastasia verstehen und ihre Faszination an dem Bösen, was Mr. Grey ausstrahlt und so. Ich kann Anastasia nicht leiden. Die nervt mich. Ich habe nur den ersten Teil gelesen. Deswegen ist es vielleicht falsch, es zu verurteilen. Und vielleicht entwickelt sie sich ja noch weiter und so. Ist mir wurscht, will ich alles gar nicht wissen. Ich mag die einfach nicht. Diese ganze Art und Weise und... Nee, das ist für mich ein Charakter, die ist mir unsympathisch. Die würde ich auch als Mensch, wenn es die geben würde, nicht mögen. Ich wüsste nicht, worüber ich mit der sprechen soll. Nein. Ein beliebter Autor oder eine Autorin, die du nicht magst. Das ist bei mir tatsächlich John Katzenbach. Ich habe jetzt 3 Bücher von ihm gelesen. Innerhalb von verschiedenen Stationen meines Lebens, sage ich mal. Einmal mit 15 oder so, oder 14, irgendwie so in dem Dreh. Einmal mit 20 und einmal irgendwie letztes Jahr, so mit 25. Jedenfalls, irgendwie nimmt er mich nicht mit. Die Geschichten sind gar nicht mal unbedingt schlecht, aber irgendwie mag ich diesen Erzählstil von ihm nicht so gerne. Die Geschichten, das ist halt irgendwie so, ja, kann ich lesen, muss ich aber auch nicht, ja. Und das finde ich auch schade, weil ich viele Leute kenne, die ihn richtig, richtig gern mögen und sich in diesen Büchern so verlieren können, in diesen Geschichten, also in diese Geschichten so eintauchen. Ich kann das irgendwie nicht. Weiß nicht, mir gefällt das irgendwie nicht. Die vorletzte Frage. Ein Buch, was sehr beliebt ist, was ich aber trotzdem nicht lesen will. Bitte schlag mich nicht. Ich möchte einfach das Buch Begin Again von Mona Kasten nicht lesen. Ich finde, Mona ist ein super sympathischer Mensch und ich bin mir sicher, dass sie toll schreibt. Aber es klingt genau nach der Art von Geschichte, die ich nicht mag, nämlich dieses Bad Boy und liebes Girl. Versuche mich vom Gegenteil zu überzeugen. Ich weiß es nicht. Ich habe viel schon darüber gelesen und ich glaube, dass, wenn man dieses Genre mag, es auch wirklich ein tolles Buch ist. Aber ich glaube, dass es für mich persönlich nichts ist. Deswegen möchte ich es nicht lesen. Und die letzte Frage. Ein Buch, bei dem du die Verfilmung besser fandest. Da habe ich natürlich auch lange überlegt, weil ich bin ja total, wenn ich das Buch gelesen habe und mochte, dann finde ich es immer ganz schlimm, wenn es verfilmt wird und so. Was ich tatsächlich sehr, sehr gut umgesetzt fand, war Tote Mädchen lügen nicht. Auch wenn das ja total zerrissen wurde teilweise. Ich fand die Serie auf Netflix echt richtig, richtig gut. Ich habe es gern geguckt. Es hatte einen Suchtfaktor, der mir damals, als ich das Buch gelesen habe, gefehlt hat. Denn als ich dieses Buch gelesen habe, ist es, glaube ich, gerade erst rausgekommen. Ist auf jeden Fall schon eine ganze, ganze Weile her. War durchschnittlich. War halt so ein durchschnittliches Buch, was du irgendwie nebenbei mal liest. Und ich finde, dass sie in dieser Serie viele Aspekte dieser Geschichte noch viel besser dargestellt haben, als es für mich persönlich beim Buch war. Deswegen muss ich auf diese Serie zurückkommen und mir fällt kein Film ein. Deswegen, ja, Tote Mädchen lügen nicht fand ich als Serie echt gut umgesetzt. Wie oft habe ich jetzt das Wort Serie gesagt? Ich glaube, sehr, sehr oft. Ja, das waren meine unpopular opinions. Ich bin sehr gespannt, was du dazu sagst, wie du die Fragen beantwortet hättest, ob du jetzt bei irgendwelchen Antworten von mir denkst, was, das kannst du doch nicht sagen, oder ob du sagst, ey, ja, genau so ist es. Lass es mich auf jeden Fall wissen. Ansonsten wünsche ich dir viel Spaß in deinem Leben. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, hab es fein. Bis dann.